was just about to run to the roof when my savior and friend, the man whose unborn child I had just killed for, decided to leave without me. Why, Max? Get in, quick! Tja. I can't believe that bastard just flew off on me. After everything we've been through, I saved his girlfriend's life. Who? Raul Passos? Yeah, Raul Passos. Yeah, I don't. I thought you guys were very close. We were. Well, you know what? I did a background check. Jesus. I mean, I thought the two of you worked for Rodrigo Branco. Yeah, so? So? Did you get paid by Victor? Victor, no. Well, Raul Passos did. 6 times. Dating back to a few months before you turned up. He even paid for a ticket for him to go to New York. Why? I don't know. My guess is to meet you. But why? I don't know. Maybe he liked you. Maybe he thought you needed a break. That's funny. I don't know. Maybe he wanted some dumb gringo to come down here to shoot things up and maybe to take the watch for Rodrigo when he got shot. I don't believe that. Why? Because you're not a dumb gringo? Or because you are? You know, I have no fucking clue anymore. Da ist noch mehr ein Busch. Okay. Let me ask you something. What? Well, what is it that you really thought that you were doing down there in Panama? Hmm? And don't tell me you're so naive as to think you were just down there guarding a woman. I didn't know what to say. I had been so loaded in Panama, I could scarcely remember my own name. I know things that got real heavy. Kapitel 11. Panama had been my second job with Passos. Hey, Max! Max! Come on! The first had been easy. Money for banging waitresses at some fancy wedding in the Caribbean. This seemed like another easy gig. It was the middle of the day, and like any self-respecting idiot, I was half cut. No, sir. Nothing like doing some good blows, some good friends on a boat. Daphne! Ah, come here, I love this one. Marcello, you're going to be the death of me! Abrero, por shark! You sure beats New Jersey, huh, Max? Some ways. Hey, come on, it's awesome! Yeah. Everybody's drunk and tanned and listening to house music. Most of them have plastic surgery and they're all doing blow. I guess it is kind of like Jersey, huh? That's very funny, Max. Hey, soldier. Oh. Oh, I gotta quit drinking so much. I'd give myself serious liver damage. Yeah, big deal. I can always get a new one. Relax. I hope you're not drinking on the job, gentlemen. Kidding, I hope you are. Just stay off the air, hmm? I don't have da liegt's. I'm kidding again. Habt ihr gesehen, der lag gerade Koks? Vielleicht zieht er sich das jetzt durch die Nase. Met, I feel like we are good friends, you know? I feel like safe with you guys. Know that, like real safe. That's great. Yeah, and I love New York. The East Hamptons, do you know it? Not really. I spent my honeymoon in Montauk. Oh, where's that? It's just down the road. Whatever. Last time I was there, I got so wasted, I nearly shit myself. I didn't know you were married. Yeah, well, my wife passed away. Good. Not good. Bad. Real bad. But good, because now I can get you laid a lot. It is great to be single, hey? I love a woman. She's with another and she doesn't want to know it. Fuck her. I mean, could you believe that shit? Okay.
Excuse me, I'm going to go to speak to Filippi. Filippi! You crazy crackhead, lay off the Yale, eh? Pasos. Walk with me. Yeah. What's the deal with this guy, eh? He's kind of stuck up. He's a good guy. Yeah, sure, tá bom, but have him smile a bit more, you know? His life, life is good! Where's the truck? It's coming, hey, soon, soon. Pasos. Yeah. I gotta go lay down. Okay. Besoffen und dann auch noch bei hohem Segern. Oh, das kann nicht gut enden. Hat er schon von sich aus Segern? Max geht es absolut scheiße, das merkt man. Ein Trip in die Vergangenheit. Alter. Es geht schon wieder hier richtig los. Ah, er hat eine automatische Pistole, wie es mir scheint. Okay. Alter Schwede, jetzt geht's aber hier ab, wa? Jetzt geht's hier los. Alter Schwede. Das war der letzte. The dead guys looked like soldiers in one of those Central American guerrilla armies. Pirates with a manifesto. Psychos with a dream. That sort of bullshit. It certainly wasn't the first time I'd woken up with a hangover, long after a party had turned sour. Könnte er auch da rauskommen oder könnte er nur hier rauskommen? Ich weiß es nicht. Ich hoffe natürlich, dass er nur hier rauskommt. The need to get out of the boat's hull and onto the upper deck as soon as possible was countered by the probability of running into another hijacker. I had to move carefully. Drei Leute. Alter Schwede. Alter. I didn't care if I got shot the second I got out of there. I needed one more gulp of fresh air before I died. It was like Scheiße, wo muss ich hin? Wake up whiskey after a two-day bender. How to shut off the fuel feeds. Move, Max. Ah, hier muss ich hin. I shut down one engine, but it didn't make much difference.
Ja, deswegen müssen wir jetzt wahrscheinlich alle vier oder wie viele das sind, abschalten. Back to smelling like suntan oil, stale margaritas and greed. Sind doch nur zwei gewesen. Ich dachte, es wären vielleicht vier. Puh, Glück gehabt. Okay, hier ist nichts mehr, aber ich brauche irgendwie Medikamente. So this was the famous Panama Canal. We could have gone to the moon while I was passed out and I wouldn't have noticed. Tja. Banditen. It was a different scene than the one I'd stumbled away from. Where was everyone? I still didn't know what the hell happened. Ja, wo ist jeder? Die werden sich wahrscheinlich irgendwo zurückgezogen haben. Guys up ahead weren't dealing with passengers like the rest of them. Maybe I should have realized then that this was no ordinary kidnap job. Something on the boat had attracted the sharks. Alter Schwede. So. Was wollen die denn hier? Suchen die nach Koks oder sowas? Könnte ich mir vorstellen, wenn sie schon hier die... Whatever they were looking for appeared to be gone. Tja. Angestemmte Wand untersucht. Guck mal, haben wir hier nicht noch irgendwo irgendwas? Nee. Okay, da kommen wir nicht durch. Obwohl der eine gerade da durchgekommen ist. Hm. Gute Frage. I had to save some valuables. Oh, warte mal, was? Nee, ich dachte jetzt gerade, da wäre noch ein goldenes Teil, aber dieses war kein goldenes Teil, das war einfach nur... der goldene Wasserhahn. Ich guck mich hier gerade noch so ein bisschen um. Ah, guck mal, Pass untersuchen. Daphne Bernstein, a recent divorcee, making the most of her considerable settlement, and Marcella was making the most of her. I don't want to think about it. Tja, ich glaube, da willst du auch nicht wirklich drüber nachdenken. Massengrab, 1000 Kills. There was something firing these guys other than good old-fashioned socialist zeal. What were they looking for? Tja, das kann ich dir nicht sagen, aber warte mal, da ist ein Aktenkoffer. It didn't make sense. Why would they leave the jewels and rip open the walls? It didn't occur to me just what the other cargo on board could be. Wahrscheinlich das andere an Bord könnte Waffen, Drogen, irgendwie sowas in der Art sein. Denk doch mal daran, Max. Oder Max, besser gesagt. Wollen wir mal gucken, wo war... Alter. Alter Schwede, jetzt geht's hier aber richtig zur Sache. Dich habe ich auch erwischt. Mehrmals sogar. Der hatte sogar eine Machete am Bein. Oha. Oha. Das ist übel. Haben sie wahrscheinlich im Pool ertrinken lassen. Und dann erst aufgeschlitzt. Oder aufgeschlitzt und dann ertrinken lassen. Irgendwie sowas. In der Art wird das wohl gewesen sein.
bisschen umdekorieren hier. Unlogischer Fehler gerade, aber ist okay. Okay, das ist soweit logisch. Ich finde das immer cool zu sehen, wenn ihr auf irgendwas drauf schießt, wie gerade die Gläser oder so, dass die Scherben dann nicht auf dem Boden liegen bleiben oder da liegen bleiben, wo sie sind. Gut, ich meine, Max Payne ist jetzt natürlich ein bisschen was älter. Aber dass die Vase hier nicht irgendwie so auf dem Boden liegt oder so, finde ich ein bisschen komisch. Und dass sie die nicht. Das Medikamente. Dass sie die halt komplett, ich sag mal, verschwinden lassen. Ach, da! Last abnehmen. Fall ins Wasser, komm! Tu mir den Gefallen, schade. Ich hätte jetzt echt nicht gerechnet, dass die von Land auskommen, sondern mehr damit gerechnet, dass die vom Schiff auskommen. Und also die Schüsse, dass sie vom Schiff ausballern und nicht vom Land aus. Aber gut, wenn wir hier halt in so einer Bucht sind, ne? Kein Weg zurück. Alter Schwede. Alter, ich brauch was. Voll in die Fresse. Nein, ich bin ihm doch voll in die Fresse gesprungen. Aber sieht lustig aus, wie er da jetzt hing. Okay, auf ein neues. They didn't help with my sea legs, but they sure as shit felt good. Okay, wenigstens sind wir jetzt etwas in Deckung. Und haben hier Chance, sie auszuschalten. Das war der letzte. Und er hat uns wenigstens den Gefallen getan, dass er jetzt im Wasser gelandet ist. Immerhin etwas. Muss ich mal so sagen, ne? Scheiße. Zwei mit einer Pumpgun und wir sind fast tot. Scheiße. Oh was? Von wo kam der denn jetzt?